Hier ist wieder El Patata und ich heiße euch herzlich willkommen zu Teil 15 zu meinem Let's Play zu Mario Kart 8. Wir sind immer noch im 100 CCM. Und wir haben Iggy freigeschaltet. Iggy, den habe ich schon mal freigeschaltet vor meinem großen Datenverlust. So, wir spielen heute mit Larry, Wendy, wir spielen heute mit Lemmy. Und wir spielen heute mit Mercedes Kart. Und zwar mit dem SL Roadster, mit dem 300er. Dafür natürlich auch Mercedes Reifen. Und Standard Gleiter. So, wir sind beim Blood Cup. Los geht's. Heute möchte ich euch was Neues erzählen. Es gibt auch viel Neues. Denn, falls ihr es noch nicht wisst, es ist ja der New 3DS in Planung, der jetzt Anfang Oktober in Japan erscheint. Wir haben uns natürlich gefragt, wenn er jetzt Anfang Oktober in Japan erscheint, wann erscheint er denn auch bei uns in Deutschland? Und das ist natürlich nicht immer gegeben, wenn man weiß, wann diese neue Konsole in Japan erscheint. Wir starten jetzt überhaupt erstmal das erste Rennen. Und es wurde auch noch nicht bekannt gegeben. Bis heute nicht. Und deswegen müssen wir uns leider noch gedulden. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass er für Australien, für ganz toll, für Mitte, Ende November angekündigt wurde. Und zum Release in Australien, da denkt man sich jetzt natürlich hier in Europa, ja toll, was bringt uns das? Ganz einfach. Wenn ihr den importieren solltet, habt ihr hier keinen Region-Lock. Also ihr könnt tatsächlich die Spiele spielen, die ihr hier in Deutschland kauft, auf eurem neu erworbenen 3DS, New 3DS in Australien. Den könnt ihr dann übers Internet kaufen und dann importieren. Und dann habt ihr auch keine Probleme damit hier zu spielen. Also ihr könnt warten, ihr könnt importieren, das ist eure Entscheidung. Und vom Preis her habe ich gehört, zwischen 150 bis 200 Euro soll er liegen. Also 150 für den kleinen und 200 für den großen. Das ist jetzt hier keine verbindliche Preisaussage von mir, sondern das sind so die groben Schätzungen. Man kann sich natürlich darauf freuen und bis nächsten Jahr warten, aber so wie ich das verstanden habe, will Nintendo erstmal noch ein paar Bundles raushauen. Denn ich denke mal, ihr werdet es mitbekommen haben, es gibt ein Bundle zu Pokémon, zu den neuen Spielen. Alpha Rubin und Omega Saphir oder umgekehrt. Da gibt es einen Nintendo 2DS, transparent, jeweils in Rot oder Blau. Da ist natürlich auch das Spiel enthalten, je nachdem, welche Farbe ihr euch ausgesucht habt. In Rot natürlich Rubin und in Blau dann halt Saphir. Und auch eine Neuigkeit zu Pokémon Rubin und Saphir, zu den neuen, also zu Omega und Alpha Rubin bzw. Saphir, gibt es die Neuigkeit, dass es eine Demo gibt zu diesen Spielen. Eine Demo, die ab dem 15. Oktober euch zur Verfügung steht. Allerdings müsst ihr dafür in einer Nintendo Zone in einem teilnehmenden McDonald's sein. Dort könnt ihr euch das Spiel runterladen, bzw. nicht runterladen, sondern ihr könnt euch einen Code ausstellen lassen über die Nintendo Zone. Und diesen könnt ihr euch dann aufschreiben, ihr könnt ihn euch an eure E-Mail-Adresse zuschicken lassen und damit könnt ihr dann das Spiel bzw. die Demo-Version runterladen. Diese Demo-Version beinhaltet natürlich eine kurze Version von Pokémon Rubin, Saphir, also Alpha Omega, und diesen Inhalt, den ihr da freischalten könnt. Es gibt da zum Beispiel, oh, ich bin ja schon im Ziel, es gibt da natürlich ein spezielles Event, was es da gibt. Das gab es ja schon bei X und Y bei der Demo. Das habt ihr vielleicht, wenn ihr auf der Gamescom im vorletzten oder im letzten Jahr wart, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, da hattet ihr auch die Chance. Da gab es am Ende des Spiels ein Ereignis, da wurde ein Mega-Pokémon gezeigt und das ist auch in diesem Spiel wieder so. Ich weiß nicht, welches es ist. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen und wir können gespannt auf den 15. Oktober warten, denn dann werde ich erstmal mit meinem 3DS nach McDonald's gehen und mir diesen Code ausstellen lassen. So, jetzt mal nochmal kurz zum Spiel. Wir spielen das zweite Rennen im Blood Cup, Sorbeland, in der 100 CCM-Klasse. Ja, und nächste Woche, beziehungsweise heute ist
Montag, das heißt am 1. Oktober, ne Quatsch, am 2. Oktober könnt ihr euch Super Smash Bros. Für den 3DS holen. Wir haben hier natürlich den Vorteil, dass wir am 3. Oktober, wann es eigentlich erscheinen sollte, einen Feiertag haben hier in Deutschland. Und dementsprechend ist der Release auch einen Tag früher. Da könnt ihr euch natürlich drauf freuen. Ich werde es mir sofort holen. Bin mal gespannt, ob es tatsächlich dieses Friend Pack gibt. Denn es sollte ein Paket geben. Da sind zwei Spiele drin. Es ist natürlich für euch ganz gut, wenn ihr das mit einem Freund oder einer Freundin zusammenkauft. Dann könnt ihr da Geld sparen. So wurde es jedenfalls angekündigt. Aber bis jetzt habe ich noch gar nichts davon gehört. Und bei Amazon ist es auch noch nicht drin. Also es kann sein, dass es dann so eine limitierte Aktion für die großen Fachhändler wie... Mediamarkt Saturn gibt. Nur bis heute kann man da noch nichts zu sagen. Ich denke, man wird es dann am 2. Oktober merken. Super Smash Bros., das wird ein Spiel sein für den 3DS, wie ihr es auch schon von den älteren Teilen kennt, mit dem Unterschied, dass es halt dieses Mal das erste für eine Handheld-Konsole ist. Und für diejenigen, die sich dann auch noch Super Smash Bros. Für die Wii U kaufen wollen, macht es gerne, ihr könnt dann auch mit eurem 3DS, wenn ihr den Super Smash Bros. Für den 3DS habt, dieses als Controller nehmen, also den 3DS als Controller für Super Smash Bros. Für die Wii U. Natürlich ist es auch eine super Übung, wenn ihr mit Super Smash Bros. Für den 3DS anfangt und dann hinterher in die Königsdisziplin, in Super Smash Bros. Für die Wii U einsteigt oder weitermacht. Weil wenn ihr es noch nicht könnt, dann empfehle ich euch wirklich mit 3DS anzufangen. Ja, und ansonsten können wir jetzt erstmal noch warten, was es noch weitere Bundles gibt, was es noch für weitere Nintendo-Aktionen gibt für die Weihnachtszeit. Es gibt zum Beispiel eine Aktion, wenn ihr euch noch einen Bundle kauft mit einem Nintendo 3DS XL, ein bestimmtes Spiel registriert, dann könnt ihr euch noch den Download-Code für ein Spiel sichern. Und zwar sind das Spiele wie Mario, wie heißt es denn jetzt? Das ist jetzt natürlich peinlich, wenn ich den Titel nicht kenne, aber es sind jetzt für kürzlich erschienene Titel. Da ist meiner Meinung, meines Wissens nach auch Pokémon XY bei. Das ist das Rollenspiel von Mario und Luigi. Das, glaube ich, Dream Team Wars heißt. Oder bin ich da, glaube ich, noch ein bisschen zu weit hinten? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall meinen ersten Platz gemacht und bin auch im Ziel. Ich muss jetzt mal gerade nochmal überlegen, was es für eine Aktion war. So, 30 Punkte, damit spielen wir weiter. Und zwar gibt es eine Winter 2014 Bonusspielaktion. Und da könnt ihr, wenn ihr euch einen 3DS oder ein 2DS-System kauft, oder dementsprechend einen 3DS XL und ein Exemplar von Super Smash Bros. Für den 3DS, Pokémon Omega Rubin oder Alpha Saphir, ich habe es genau falsch schon gesagt, juhu, dann könnt ihr euch ein Spiel sichern, ein Download-Code. Das wäre zum Beispiel ein Download-Code für Hunter 3 Ultimate, The Legend of Link Between Worlds, Yoshi's New Island, Kirby Triple Deluxe, Mario Golf World Tour, Mario Party Island Tour oder Pokémon Art Academy. So, ich habe mir das mal hier aufgerufen. Machen wir weiter. Also es ist wie gesagt eine sehr schöne Aktion. Diese gilt für den 11. September, also ist schon angefangen und gilt bis zum 12. Januar 2015. Und wenn ihr diese Spiele registriert bzw. diese Systeme, dann könnt ihr halt an dieser Aktion teilnehmen. Das ist ganz praktisch. So, Rennen Nummer 3. Instrumentalpiste ist das, glaube ich. Vom 3DS. So. Ich finde, Nintendo bringt gerade zur Weihnachtszeit hervorragende Aktionen raus, um dem Spieler nochmal näher zu bringen, wie wichtig es ist, ein Handheld zu spielen. Vor allen Dingen, wichtig ist natürlich jetzt übertrieben, aber es ist natürlich was ganz Tolles, natürlich zu sagen erstmal, und zur Weihnachtszeit sowas zu verschenken ist immer gut. Ich habe mich als Kind über meinen ersten Handheld gefreut. Ich freue mich auch jetzt noch, wenn ich mir einen neuen Handheld zulege. Es kommt natürlich ganz darauf an, welchen Handheld es gibt.
wenn es jetzt bald den New 3DS gibt, dann freue ich mich da natürlich auch drauf. Und ich habe schon wieder natürlich gesagt. So, das will ich mir jetzt mal Schritt für Schritt abgewöhnen. Ja, Runde 2. So, wir sind jetzt schon im 100 CCM-Bereich, in der 100 CCM-Klasse. Das heißt, ihr kennt die Strecken schon, und bei den 150ern und bei den Spiegelcups wird es nicht anders sein, dass ihr die Strecken schon kennt. Deswegen werde ich mir immer überlegen, ob ich euch was Neues aus der Welt von Nintendo erzähle. Natürlich ist es immer die Frage, wann ich diesen Teil auch aufnehme. Juhu. Weil sie sind nicht immer zeitaktuell. Jetzt habt ihr gerade einen zeitaktuellen Teil, den ich einen Tag vorher aufgenommen habe. Ganz praktisch, dann kann ich euch nochmal die News vom aktuellen Stand, also vom Sonntag, sagen. Und das nutze ich dann dementsprechend mal aus. So, falls ihr es auch noch nicht bemerkt habt, ich habe einen kleinen Fehler in meiner Aufnahmeplanung gehabt, sodass letzte Woche Mittwoch kein NES Remix-Teil erschienen ist, sondern stattdessen Teil 14 von Mario Kart 8. Das ist an sich ganz praktisch gewesen, weil ja bald die neuen Strecken rauskommen, sodass ich hier etwas beschleunigt weitermachen will mit Mario Kart 8, sodass jetzt vorerst mittwochs keine NES Remix Let's Plays kommen. Die kommen dann etwas später, das werdet ihr dann wieder merken, das werde ich vielleicht aber auch noch ankündigen. So. Instrumentalpiste, dritte Strecke, habe ich gesagt. Mal schauen, ob wir die Banane gleich noch benötigen. Ich denke eher nicht. Ja, das war's. 8 Münzen haben wir gekriegt und wir sind als Erster ins Ziel gekommen. Das wollten wir so, das haben wir so gekriegt. Mit 45 Punkten geht es weiter. Ja, man hat sich natürlich an diese Mercedes-Karts gewöhnt. Es gibt wahrscheinlich immer noch welche, die sich da drüber beschweren, dass das nicht ganz reinpasst. Mir ist es relativ egal. Ich fahre damit. Ich habe da auch meinen Spaß dran, also, naja. Wer sich drüber beschwert, soll sich drüber beschweren. So, nächste, letzte Strecke, Yoshi-Tal von der N64 im Blood Cup in der 100er-Klasse. 3, 2, wir geben Gas und los. Die Beschleunigung ist hier nicht so gut. Ich glaube es nicht an dem Gewicht des Charakters. Kann auch am Kart liegen. So, und hier habt ihr ganz viele Gabelungen. Das habe ich euch ja schon mal erzählt. Welche jetzt letztendlich die schnellste ist, das müsst ihr dann selber rausfinden, wenn ihr diese Strecke fahrt. Ja, da war schon ein... Was war das? Ein Boomerang. So. Ha! Jetzt kommt ein Witz. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Ihr wisst es nicht? Okay. Stock. Der war gut. Das war ein Flachwitz. So, wir hoffen mal, dass die neuen Strecken uns etwas Neues bescheren. Ich muss gleich überhaupt erstmal nachgucken, welche Strecken es waren. Ich glaube, es waren The Legend of Zelda und Animal Crossing. Ich hoffe mal, das stimmt. Naja, ihr werdet es ja rausfinden, wenn es dann im November endlich mal soweit ist. Wir haben jetzt Ende September bzw. Anfang Oktober. Und wir freuen uns jetzt erstmal auf das neueste Spiel der Nintendo-Geschichte auf Super Smash Bros. 3DS. Oder wie es richtig heißt, Super Smash Bros. Für 3DS. Ich hatte bereits das Glück, es in einer Demo zu spielen. Seit letzten Donnerstag ist es auch im eShop als Demo erhältlich. Ich hatte die Special-Demo. Unbegrenzt spielbar. Also wer da noch an diesen Code dran will, der kann mich gerne hier anschreiben, dann kriegt er den auch. Ich hatte das eigentlich hier als so ein bisschen Marketingaktion für meinen Kanal geplant, aber irgendwie ist sie voll in die Hose gegangen. Ja, wer ihn haben will, spricht mich einfach an. Wenn ihr schnell seid, dann kriegt ihr den auch. So, letzte Runde, mein Gott, das vergeht ja hier wie im Fluge. Ja, danke für den Blitz. Die Goombas hat's auch getroffen. Würde mal gerne hier ein bisschen schneller vorankommen. Ja, schaut euch die Karte an, die ist schon an sich mega verwirrend. Also,
Man kann sich hier nur an der Karte orientieren. Die kann man hier mit der Minus-Taste, soweit ich das weiß, wegdrücken. Ich will es jetzt aber auch nicht ausprobieren, wobei ich probiere es einfach mal aus. Ja, mit der Minus-Taste. So, ich bin multitaskingfähig. Ich kann tatsächlich zwei Tasten gleichzeitig drücken, auch wenn sie völlig weit voneinander entfernt sind. So, oh, da ist ein Pilz. Komm, den nehme ich mir jetzt noch. Aber ich nutze jetzt nicht die Gunst der Stunde, über diese Sprungschanze zu springen. Das ist mir lieber wichtiger, hier die zwei Münzen zu kriegen und als erster durchs Ziel zu fahren und diesen Teil zu beenden. Diesen mittlerweile 15. Teil. Ja, 60 Punkte, das gibt einen goldenen Pokal. Und wir schauen uns die Ergebnisse an. Ja, die neuesten Sachen zu Nintendo findet ihr natürlich auch auf nintendo.de und auf der Seite nintendo-online.de. Natürlich könnt ihr auch diverse englischsprachige Homepages, Internetseiten wie ign.com oder halt die anderssprachigen Nintendo-Websites aufrufen. Da gibt es zahlreiche. Ich ziehe meine Sachen immer von nintendo-online.de und auch von Twitter, denn dort werden sie immer angezeigt von allen möglichen Ländern, aus Amerika, aus Japan oder auch aus Europa. Und ja, wir haben es geschafft, Blood Cup ist vorüber, erster Platz in jeder Strecke, das heißt, wir haben einen schönen Pokal gekriegt und wir haben auch 3 Sterne gekriegt, normalerweise. Und da ist er. Ja, 3 Sterne haben wir gekriegt. Und wir haben mit 550 Münzen ein neues Fahrzeugteil freigeschaltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Teil 16 wieder. Und ja, bis Teil 16 wünsche ich euch noch viel Spaß. Aber es vergehen ja nicht so viele Tage, nämlich 2. Ihr habt es richtig gehört, montags und mittwochs ab sofort die Mario Kart 8 Teile. NES Remix folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Bitte vielmals um Verzeihung, ich möchte Mario Kart 8 etwas beschleunigen. Und wir sehen uns dann in Teil 16 wieder. Macht es gut, bis dann, euer El Patata. Ciao!